Herzlich willkommen zur zweiten Runde mit Splatoon von meiner Seite aus und diesmal kümmere ich mich um den Rangkampf, den es erst seit relativ kurzer Zeit gibt. Ihr habt oben rechts auch schon im Bild meinen aktuellen Rang gesehen. Das ist der schlechteste, den es im Spiel gibt, nämlich C-. Aber natürlich, klar, wenn man anfängt, dann ist das so. Ich habe noch nicht allzu viele Rangkämpfe gespielt. Für einen Sieg erhält man 20 Pluspunkte. Für eine Niederlage 10 Minuspunkte, wenn ich das bisher richtig überblickt habe, zumindest in meinem Rang. Einer ist dabei, der schon C plus hat, die anderen, ja, zwei mit C und der Rest hat C minus wie ich. Natürlich gehen die jetzt nach oben und wir spielen auf der Bohrinsel Nautilus. Und auch hier muss ich einige Sachen kurz zum Modus erklären, denn im Gegensatz zum vorherigen, dass man möglichst viel mit Tinte einkleistern muss, ist es hier so, dass man eine Zone halten muss, also einfärben muss und dann halten muss und vom Gegner beschützen muss, nämlich diese gekennzeichnet hier in der Mitte. Ah, gucken. Dass man nicht direkt gegen die verliert. Nämlich diese Zone hier. Und dann geht der Zähler, den ihr oben seht, noch 100, herunter. Die Herrschaft ist aktuell. Oh, ja, da kam er. Und wenn das wieder zur Hälfte 50-50 ist, dann wird der Zähler eben angehalten. Oder jetzt haben sie eben gegnerische Herrschaft. So, jetzt springe ich wieder schnell ins Match rein, damit wir... Boah, ja, gut. Wenn er natürlich seine Spezialwaffen hier raushaut, nämlich das Tinferno, sehr, sehr starke Spezialattacke in der Herrschaft, dann hat man kaum Chancen. Also ein ganz anderer Spielmodus und hier... wird man am Ende auch so gerankt, dass es nicht um Punkte geht, sondern tatsächlich um die Kill-Death-Statistik. Immer schön ist es, sich einen erhöhten Punkt zu suchen und von da auf die Leute runterzuschießen, vor allem eben, wenn man nicht unbedingt den Roller hat, sondern eher eine Fernkampfwaffe. Ich mache das jetzt auch mal, weil auf dieser Map ist es sehr sinnvoll, auch mal oben zu stehen, seitlich zu stehen und zu gucken, dass hier einfach niemand hinkommt in die Mitte. Und die Leute, die ein bisschen unvorsichtiger sind, einfach von oben wegzuballern. Wie da jetzt gerade. Auf der Map ganz wichtig, da am besten beide Punkte zu halten. Also ihr seht mir genau gegenüber da. Oh, jetzt muss ich hier mal schnell aufpassen. Da könnte man sich auch noch ganz gut hinstellen. Jetzt werfe ich mal eine Bombe da rein, aber jetzt haben sie uns entdeckt. Ja, muss man aufpassen. Ihr seht außerdem noch Strafpunkte. Diese minus 22, minus 11, wie es immer... Entschuldigung, wie es immer weiter runter tickt. Und diese Strafpunkte erhält man, wenn man ja möglichst lange die Herrschaft des Gegners nicht unterbunden hat, wie wir es jetzt gerade tun. Ah, jetzt muss ich mal direkt hier rein. Aber das habe ich ganz gut gemacht. Und hoffentlich kriegen wir jetzt wieder die Herrschaft. Ja, es ist ein ganz anderer Spielmodus, noch hektischer als der normale in den Standardkämpfen. Deswegen bitte ich zu entschuldigen, wenn ich nicht immer 100% richtige oder sehr sinnvolle Dinge sage. So, wo sind die Gegner? Da sind sie. Hat er mich sehr gut erwischt. Hier habe ich diesmal auch verpennt. Oben rechts seht ihr es, meine Spezialwaffe auszuüben. Und immer wenn man stirbt, dann verliert man wieder eine ganze Menge von dieser Leiste. Etwa die Hälfte. Ah, ja. Hat er schön Tinferno hier oben hingesetzt. Dementsprechend sind wir da gerade alle gestorben. Und weil ich da blöd hingesprungen bin... weil ich nicht warten wollte und den Weg dahin schlingern wollte. Nicht gut gelaufen in dem Fall. Jetzt kann ich mal von hinten angreifen. So, wo ist er? Verdammt. Oh, das sieht nicht gut aus. Das sieht so aus, als ob wir das Ding hier verlieren würden. In dieser Map. Oh, jetzt ist keiner mehr vorne. Wir müssen alle mühsam dahin warten. Oh, das wird ganz knapp, ob wir da überhaupt noch was hinkriegen. Jetzt werden alle hier reinlaufen. Ja, ich habe ihn halt nicht gesehen, er war da gerade im Wasser, das haben wir ganz klar verloren. Sehr bitteres Match. Ja, was soll ich sagen? Das war nicht gut. Gucken, ob zumindest meine persönliche Statistik irgendwas rauszieht, aber man bekommt jetzt, glaube ich, auch gar keine Punkte. Null Punkte nämlich. Ja, ich war immerhin bester im Team, aber auch meine Statistik war nicht positiv. Kann man nicht mit zufrieden sein. 10 Punkte verloren im Rang. Sehr unangenehm. Auf dieser Map gab es jetzt eine dieser Zonen, die man da zu erobern hatte. Ich mache nochmal ein zweites Match. Hoffentlich mit diesmal ein bisschen anders die Teams durchgemischt.
Es gab hier nur eine Gegend, eine Region, die man unter Kontrolle halten musste. Auf anderen Maps ist es so, dass es da auch zwei gibt. Vielleicht kommen wir jetzt nochmal in den Pankasius Skatepark. Da gibt es nämlich zwei, die man gleichzeitig halten muss, damit sich der Zähler eben weiter nach unten bewegt. Nein, wir spielen nochmal die Bohrinsel Nautilus. Okay. Wie gesagt, der Rangkampfmodus ist relativ jung und man muss auch erstmal Level 10 erreicht haben, um überhaupt hieran teilnehmen zu können. Dementsprechend macht es das dem Matchmaking dann natürlich leichter, diese Ränge. Wenn jetzt möglichst viele C-Leute dann eben zusammengewürfelt werden und die A-Leute, dass die dann richtig gute Matches eben spielen können. Auf jeden Fall ein sinnvoller Modus, meiner Meinung nach. Jetzt sind wir hier sehr schnell reingekommen. Ich weiß gar nicht, wo die Gegner sind. Ah, hinter uns, okay. Ja, da hat er mal einen gut gesetzt da oben hin. Einige Spezialwaffen sind in diesem Herrschaftsmodus natürlich deutlich sinnvoller als eben in dem normalen Modus. Beispielsweise diese... Boah, das ist mir richtig ins Gesicht gesprungen. Ja, man kann seine Augen leider auch nicht überall haben. Das ist ein Problem, dass ich fürs Gamepad eben für die Karte runtergucken muss immer und die nicht irgendwo auf der Map ist. Ein bisschen schade eigentlich. Ein bisschen so wie bei Mario Kart, wenn sich die Älteren werden sich daran erinnern, wie man so blöd sagt. Da gab es ja am Anfang auch keine Map auf dem Bildschirm, sondern nur auf dem Gamepad unten. Und dieses Runtergucken, das macht einfach keiner richtig. Das ist auch blöd. Funktioniert nicht gut. Aber hier ist es natürlich auch Teil des Spielprinzips. Also es ist schon in Ordnung. Ich tippe jetzt wie blöd hier unten mit meinem Finger, damit ich diesen Supersprung direkt wieder einsetzen kann. Oh. Den habe ich erwischt. Wer hat gerade Herrschaft? Wir haben gerade Herrschaft, aber er haut hier ab und will jetzt, weiß ich nicht, was will er? Von hinten hier ran. Ah, mit seiner Superwaffe da oben hoch. Ich gehe ihm mal hinterher und schieße ihm jetzt bestenfalls in den Rücken. Nee, hat nicht funktioniert. Da wäre ich besser in der Mitte hier geblieben und hätte die Map verteidigt. Aber irgendwie bin ich hier teilweise recht alleine in der Mitte. Boah, ja, drei auf einmal war jetzt irgendwie nicht abzuwehren. Diese Roller sind eben, wenn ich jetzt in diesem Herrschaftsmodus in unserer Zone drin stehe, ist es natürlich irgendwie leichter für die da ranzukommen. Wenn man da oben stehen würde beispielsweise, wäre das deutlich sinnvoller. Ich habe gesehen, dass sie da oben stehen, aber konnte es jetzt irgendwie nicht gut verteidigen. Trotzdem kriegen sie uns nicht. 2, 3, 1, los. Das war's. Das war ein schnelles Spiel. Mein Team hat ganz gut gearbeitet. Ich war so halb gut, eher normal. Und jetzt gibt's eben nicht 0 Punkte. Oder wie in den Standardkämpfen gibt's, ja, hängt immer davon ab, wie viele Punkte man gemacht hat. Aber über 1000 zu kommen ist da schon echt schwer. Und jetzt gibt's halt einfach mal 1800 Punkte. Und 20 Rangpunkte nach oben. Also, wenn man von sich überzeugt ist und auch glaubt, mit seinem Team hier zu gewinnen, dann ist der Rangkampf auf jeden Fall der schnellere Weg, um viele Punkte zu holen. Ich guck noch mal mir ein drittes Match an, in der Hoffnung, dass wir in den Pankasius Skatepark kommen. Wenn nicht, dann habe ich auch erstmal genug erzählt von dem Spiel. Ansonsten ist es sicherlich noch sinnvoll und auch interessant zu sehen, wie das sich verhält, wenn man zwei Gebiete einzutinten hat. Mit dem Matchmaking bin ich bisher eigentlich ziemlich zufrieden, hatte noch keinen Disconnect, noch gar keinen einzigen in, weiß ich nicht, etwa 10 Spielstunden, die ich gespielt habe. Entschuldigung. 10 Spielstunden, die ich gespielt habe. Manchmal dauert es ein wenig, bis hier der letzte eben ins Spiel reingeworfen wird, wie in diesem Fall. Aber auch dafür gibt es etwas, was ihr jetzt leider nicht sehen könnt. Ich kann nämlich eine Art Doodle-Jump-Variante namens Squid-Jump auf meinem Gamepad spielen, um ein bisschen die Ladezeit zu überbrücken. Mache ich jetzt nicht, mache ich ab und an mal, aber ich bin jetzt nicht so der riesen Doodle-Jump-Fan. Aber es ist eine nette Anekdote. Ich bin mit meiner Stufe 12 jetzt auch in diesem Bereich wieder relativ weit unten, wie ihr seht. Es gibt viele, viele Leute, die das Spiel seit Release gesuchtet haben, was ich auch verstehen kann. Aber so viel habe ich dann doch nicht gespielt. Und wir kommen tatsächlich in den Pankasius Skatepark und ich kann nochmal demonstrieren, wie das aussieht mit dem Nintendo Zapper, dem NES Zapper, auf einer Map, wo man zwei Gebiete covern muss. Das ist nämlich durchaus ein anderes Spiel. In der letzten Map habe ich erklärt, dass es sehr sinnvoll ist,
diese zwei Türme an den Seiten zu covern und aus höherer Position zu schießen. Hier ist es irgendwie am sinnvollsten, hier oben auf diesem Turm zu stehen, weil man von da beide natürlich gut beschießen kann. Und es ist hier definitiv ein anderes Spiel. Ja, okay, ich gehe ja schon runter. Weil die Gebiete sehr, sehr viel schneller eingenommen werden können. Und genau das müssen wir gerade spüren, dass das nicht besonders gut für uns ist. Also hier gibt es mehr schnelle Wechsel, Führungswechsel nicht unbedingt. Oh. Was natürlich dazu führt, dass diese verdammten Klecksroller noch eine Spur stärker sind, zumindest gefühlt. Was sehr schade ist bei Splatoon, was auf jeden Fall gepatcht werden müsste, ist, dass man immer aus der Lobby komplett rausgehen muss, um seine Waffe zu wechseln. Was natürlich irgendwie, ja, ich habe den irgendwie nur so halb gesehen gerade in der Farbe. Scheiße. Einer von uns bräuchte den Detektor. Mit dem Detektor sieht man nämlich zumindest immer auf der Map, wo der Gegner ist. Oh, das wird eine ganz schlimme Niederlage. Zu null verloren quasi habe ich noch nie. Aber es sieht hier alles danach aus. Warum treffe ich denn nicht? Ich habe gedacht, ich treffe ihn. Gegnerische Herrschaft, der Blaster besiegt mich. Ja, irgendwie haben die gerade deutlich bessere Waffen gefühlt für diesen Modus. Und das funktioniert dann gerade auch einfach viel besser. Oh, das wird eine schlimme, schlimme Niederlage. Und die stehen mir ja auch direkt im Gesicht. Was soll ich machen? Oh, schlimmste Niederlage aller Zeiten. So schwarz geworden bin ich in dem Spiel noch nie. Das war's. 100 zu 0. Da sollte man im Rang nicht nur 10 Punkte, sondern 50 Punkte verlieren. Aber irgendwie war da gerade nichts zu machen. Die haben uns einfach komplett überrollt, im wahrsten Sinne des Wortes, teilweise mit ihren Rollern eben. Zwei Leute hatten Roller und zwei diese Blaster und damit sind sie eben voll auf uns gegangen und wir hatten echt kaum Chancen, da irgendwas zu machen. Dass ich noch der Beste im Team war, hilft mir auch überhaupt nicht weiter, jetzt ganz ehrlich gesagt. Aber ich glaube, ich habe den Rangkampf einigermaßen gut zeigen können. Die meisten werden sicherlich auch schon weiter sein als ich. Mit dem Rang C- kommt man, glaube ich, nicht weit. Wie viele Punkte braucht man, um in den nächsten Rang aufzusteigen? Ich weiß es nicht mal, weil ich es noch nicht geschafft habe. Aber man hat jetzt immerhin zwei verschiedene Kampfarten, nämlich den Revierkampf im Standardkampf und die Herrschaft im Rangkampf. Es wäre noch schön, wenn es vielleicht noch die ein oder andere Kampfart geben würde. Vielleicht wirklich auch einfach mal das klassische Deathmatch. Wäre vielleicht auch nicht übel. Und was sich Nintendo dann noch einfallen lässt. Aber der Rangkampf ist auf jeden Fall schon mal eine gute Erweiterung des Umfangs, der nicht allzu groß ist in Splatoon. Man macht dann doch relativ häufig dasselbe. Aber jede Partie ist dann doch irgendwie ein bisschen unterschiedlich. Und wenn sie einem nicht unterschiedlich genug ist, kann man jederzeit die Waffe wechseln. Oder seinen Waffentyp wechseln. Zumindest wenn man aus der Lobby rausgeht, weil es ja leider in der Lobby nicht geht. Das war meine Impression vom Rangkampf in Splatoon. Wenn ihr ihn noch nicht kanntet, habt ihr ihn hoffentlich ein bisschen besser kennengelernt. Ansonsten habt ihr mich hoffentlich nicht so sehr des Quatschlaberns überführt. Vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt. Viel Spaß noch mit Splatoon. Und wenn noch jemand zögern sollte, ob er es kaufen soll oder nicht, es macht auf jeden Fall Spaß. Es fesselt einen auch, wenn man sich darauf einlässt. Man muss nur halt relativ schnell auch im Skill gewinnen, weil ansonsten wird es schnell eintönig und frustrierend, weil die Gegner dann einfach stärker sind als man selbst. Vielen Dank fürs Zuhören und auf bald.